Ja, es folgt der ernüchternde Moment, in dem ich euch mitteilen muss, dass dies das Resultat meiner Bemühungen ist. Also, da gibt es noch ein bisschen mehr davon, aber im Wesentlichen ist das das Resultat meiner Bemühungen. Und ich stelle nun Folgendes fest: Wenn man das Zeug auskocht und demzufolge auch ein bisschen die Stärke rauskocht, dann ist in dem Zeug viel zu wenig Stärke drin, als dass das irgendwie aneinander kleben würde. Und ich tue mich auch wahnsinnig schwer mit einem kleinen Mahlen in Anführungszeichen. Also nur mit meinem Löffel hier, das würde wahrscheinlich schon wieder ewig dauern, bis ich das dann klein hätte. Und es fehlt halt wirklich eben irgendwie die Stärke da drin. Und so richtig weich gekocht, sind die halt eben auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich ist für die Weichheit der Eichenstückchen ist dann wahrscheinlich sogar besser, wenn man sie dann halt eben sehr lange einweicht, als wenn man sie eben nur kurz aufkocht. Das mag für die Chemie besser sein, aber wahrscheinlich nicht für die Konsistenz, scheint es mir. Naja, was mache ich jetzt? Jetzt haue ich mir das in die Pfanne, röst mir das kurz an und dann gibt's das quasi als Snack. Ja. Ich glaube, so kann man das machen. Ist ja im Prinzip Wurst, wie man das dann zu sich nimmt, wenn man es jetzt als Spontanmahlzeit haben möchte. Für die längere Aufbewahrung wäre halt so ein Fladenbrot schon ganz praktisch. Aber das kriege ich jetzt halt eben nicht mehr hin, dadurch, dass die Stärke, glaube ich, raus ist. Also ich vermute mal, dass es daran liegt, weil die kleben halt wirklich nahezu gar nicht aneinander. Also wirklich nur so ganz, 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 ganz minimal. So ähnlich wie zwei Steine. Na, ganz so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber gut, wie gesagt, ich röste mir das einmal kurz durch und dann probieren wir mal, wie es schmeckt. Und dann sage ich euch, welche ungeahnte Kräfte das in mir weckt. So, Projekt Eichelrösti startet sogleich. So, und jetzt muss ich aber ordentlich dabei sein und da schön rühren. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich schnell. Oh, ja, man spürt es richtig. Das ist gerade enorm heiß, die Glut. Ja, und schon zischt's. Also, ich könnte mir das jetzt natürlich auch zu einem vorzüglichen Eifelkaffee zusammenrösten. Aber ich mag gar keinen Kaffee. Ja, liebe Freunde der Nacht, es ist Zeit für die im wahrsten Sinne des Wortes bittere Wahrheit. Warte, so muss ich es halten. Das ist das Resultat. Ich hoffe, man kann es so halbwegs erkennen. Sieht nicht anders aus als die Male, die ihr jetzt davor gesehen habt. Und naja, sagen wir mal so, es gibt da Stückchen, die schmecken lecker nussig. Das war eins davon. Und es gibt Stückchen, die schmecken boah. Bäh. Nee. Bäh. Bäh. Immer noch saumäßig bitter. Also ja, könnte mich mal ein bisschen anleuchten. Ja, irgendwie so. Das Ganze ist gar nicht so einfach. Jetzt. So. Also. Wir merken uns, zweimal selbst bei gekochtem Wasser reicht nicht. Muss man viermal wahrscheinlich auch irgendwie machen. Nur dass halt eben der Prozess an sich, der Auslaugungsprozess, das Wasser ist ja, wenn es heiß ist, trotzdem, also ich vermute jetzt mal, jetzt stelle ich mal chemische Vermutungen an zu meinem schönen Experiment hier. Also erstmal vorneweg, ich habe das noch nie so gemacht. Ich habe das bisher wirklich immer ganz oft mit kaltem Wasser aus durchgespült oder einmal ins Säckchen. In Säckchen, nicht in Socke, das war mir dann doch irgendwie zu eigenartig. In Säckchen in den Bach gehängt und über Nacht hängen lassen. Also irgendwas, keine Ahnung, 14 Stunden oder was ich das gewässert habe. Das war dann in Ordnung. Aber wahrscheinlich beschleunigt die Temperatur halt bloß den Auslaugeprozess, dass man nicht jedes Mal eine halbe Stunde warten muss oder was weiß ich wie lang, sondern im Prinzip das Wasser sofort wechseln kann.
Aber es erhöht nicht die Kapazität an Gerbstoffen, die das Wasser aufnehmen kann. Also sprich, nur weil man zweimal Wasser genommen hat, heißt das nicht, dass in diesem Wasser dann die dreifache Menge an Gerbstoffen drin gewesen ist, nur weil es schneller gegangen ist. Das hätte ich mir natürlich vorher denken können, aber irgendwann muss man sowas ja mal als... Schmeckt nicht. als Praxisversuch mal ausprobieren. So, und nachdem ich jetzt einen sehr schönen schlechten Geschmack im Mund habe, gehe ich jetzt erstmal ein bisschen aus dem Brunnen saufen und dann haue ich mir meinen Topf Ravioli auf den Herd und Projekt Eichelgedöns ist... Naja, das machen wir irgendwann einfach nochmal. War vielleicht hoffentlich trotzdem unterhaltsam und auf diese Art und Weise, also jetzt so als Schnelleichelkeks, für den man nicht wirklich viele Stunden braucht, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Also man sollte sich für irgendwelche Eichelprodukte tatsächlich lange Zeit nehmen. So, wie gesagt, ich renne mal Brunnen trinken und dann Ravioli kochen. So, jetzt kann ich euch so lange was erzählen, solange ich einigermaßen feuerscheinmäßig zu erkennen bin und meine Ravioli verzehren. So, es ist Tropf, Tropf, na super. Naja, gut, die Hose ist morgen sowieso reif für die Wäsche. Es ist jetzt dann 9:30. Ja, es ist genau 9:30. Ehrlich gesagt, das Leben im Wald, und wenn es nur ein Tag ist, lässt einen doch sehr schnell seine innere Uhr so ein bisschen auf normale Zeitrhythmus, also quasi wenn es dunkel ist, in der draußen in der Natur, dann hat man zu schlafen. Das ist ganz einfache Biorhythmusgeschichte. Und ich muss sagen, das spüre ich jetzt auch schon so ein bisschen. Also momentan ist gerade so meine innere Uhr auf irgendwann so 1 dann mal schlafen gehen getrimmt. Und kaum bin ich mal draußen, habe ich das Bedürfnis, um 9:30 hier alles dicht zu machen und ins Bett zu gehen, beziehungsweise ich esse natürlich noch mal ein Ravioli. Und ich werde auch noch mal einmal was aufs Feuer werfen und nee, ich habe gar keine Lust mehr noch einen Tee zu kochen. Muss gar nicht sein. Ich trinke noch mal einen großen Schluck aus dem Wasserhahn. Und dann reicht das bis zum Morgen. Von daher. Und es wird ja immer noch relativ früh hell. Also jedenfalls an meinem Eichel-Experiment habt ihr dann schön sehen können, was der Unterschied zwischen Theorie, also mir, und Praxis, also allen anderen, ist. Ich kann immerhin, also da gibt es ja diesen coolen Witz, was der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Wenn der Theoretiker eine Brücke baut, die zusammenbricht, kann er hinterher genau erklären, warum sie zusammengebrochen ist. Der Praktiker hat keine Ahnung, warum seine Brücke hält. Ja, da ist vielleicht mehr dran, als man so glaubt. Ich kann euch also genau erklären, warum meine Eicheln immer noch bitter schmecken. Aber nichtsdestotrotz. Hat mir die Aktion jetzt schon ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und klar, man hätte sie jetzt einfach, wenn ich jetzt Bock gehabt hätte, hätte ich sie einfach normal wässern können. Wäre ja nicht dramatisch gewesen. Nichts hätte dagegen gesprochen. Naja, ich mache das irgendwann mal, wenn ich viel Zeit habe. Mit der Langzeitvariante. Und dann seht ihr auch, dass es funktioniert. Und wenn man dann halt, wie gesagt, noch ein bisschen normales Mehl dazu macht, dann gibt es auch noch eine viel bessere Konsistenz. Ist, glaube ich, ohnehin praktischer, wenn ich mein Eichelmehl-Produzier-Video dann als eigenständiges Video mache und nicht so quasi als Rahmenhandlung der Nacht mit Ben. So, ich denke, man kann mich wieder ganz gut erkennen jetzt inzwischen. Ah, Männerfeuer. Hehehe.
Eben habe ich ja noch gesagt, das Feuer soll ja den Zweck, die Größe des Feuers soll den Zweck, für das es gedacht ist, nicht übersteigen. Naja, aktuell ist die Größe des Feuers ja dafür gedacht, ein Männerfeuer zu sein. Also ist eigentlich alles korrekt. Streng genommen. Ja, nee, aber ich lasse das jetzt runterbrennen. Noch ein Stückchen. Ich bin jetzt echt langsam müde. Ich will jetzt dann zu meiner Decke und meiner Isomatte. Bin mal gespannt, wie kalt das wird. Das mit der Decke ist halt eben schon immer so ein bisschen grenzwertig. Ja, wir haben ja eigentlich noch so sommerartige Temperaturen. Aber ja, so bollewarm ist die jetzt nun auch wieder nicht. Und ja, ja, ja gut, in meinem Schlafsack, das wäre natürlich super kuschelig. Aber habe auch gedacht, das wäre jetzt schon wieder zu viel. Das wäre dann wieder zu Luxus. Das geht ja auch nicht. Und demzufolge halt eben diese Decke. Mal gucken, bin ich gespannt. Ich verstecke jetzt auch gleich mein Geschirr hier einfach irgendwo mal ein bisschen hinter der Ecke, da ich ja sowieso morgen früh dann am Brunnen noch ein bisschen abspülen werde. Und ja, aber das kriegt ihr alles noch zu sehen. Der Wunsch war ja quasi die komplette Übernachtungsvariante, also sprich mit allem Pipapo, mit Essen machen, mit Lageraufbau, ja gut, das habt ihr nicht gesehen. ja, Ben geht schlafen, Ben wacht auf, Ben berichtet, wie die Nacht war. Ben räumt auf, Ben macht den Abwasch, Ben richtet die Feuerstelle hier wieder schön her und Ben macht sich auf dem Heimweg. Ben spricht in der dritten Person von sich selbst. Es wird Zeit, dass Ben ins Bett geht. So, ihr dürft nun Zeugnis ablegen davon, dass ein Ben versucht, in irgendeiner Form seinen Lagerplatz wiederzufinden. Und er stapft mal einfach in den Wald. In der Hoffnung, dass er dort irgendwas findet, was ihm bei der Orientierung in irgendeiner Form behilflich sein könnte. Oh, naja, ein Loch. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Brombeeren. Oh, Hainbuche. Hier, seht ihr? Dieser Stamm da, dieser spannrückige, was sich so ein bisschen so anfühlt und so aussieht wie ein strammer Männeroberschenkel von Jan Ulrich oder so ähnlich. Aha, das hier ist eine Rückegasse. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber es ist so. Erkennt man übrigens häufig daran, dass die Dinger mit Brombeeren bewachsen sind. Sag mal, Leute, erzähle ich euch jetzt allen Ernstes, nachts um 10 vor 10, so rum. Was eine Rückegasse ist? Ja, offensichtlich. Ach ja, das ist schon komisch mit mir. Ja, ja. Aber ihr guckt euch das ja freiwillig an. Ich habe euch ja nicht gezwungen, hoffe ich. So, ich glaube, jetzt muss ich hier abbiegen. Na, Moment mal. Fichte. Ich suche doch Buchen. Alles unscharf. Ah ja, jetzt passt's wieder. Also ihr habt hoffentlich Verständnis dafür, dass ich wenig aufs Display gucke und mehr in die Landschaft, weil ich herauszufinden versuche, wo ich eigentlich hinlaufe. Aha, Buchen sollst du suchen. Sehr gut. Das sieht doch gleich viel besser aus. Aha. Also ich finde, wenn ich jetzt meinen Lagerplatz wiederfinde, dann bekomme ich nochmal abschließend 5 Männlichkeitspunkte wegen sehr männlichem Orientierungssinn. Aha, sieht immer noch gut aus. Und hier müsste jetzt dann irgendwann die zweite Rückegasse kommen. Bin ich da gerade drauf? Nein, doch. Nee, ach da. Ah. Ich gebe zu, für sowas hätte ich jetzt gerne so eine übertrieben starke Taschenlampe, wie sie der Saki dauernd testet. Also irgend so ein, keine Ahnung, 7000 Lumen Teil. Was hat meine? Ich glaube 200 oder was. Irgendwie sowas. Oder doch noch mal mehr.
was weiß ich. Nee, halt, Moment mal, das Ding vom Saki hat 700, nicht 7000. Ach Gott, da soll mal einer durchchecken. Aber hier haben wir eine der Markierungen, die ich mir gemerkt habe, wo ich langlaufe. Da hinten liegt so ein umgestürzter Baumstamm über so einer Schlucht. Das könnt ihr mit der Kamera garantiert nicht sehen. Aber das ist so. Das ist ein gutes Zeichen. Denn dann komme ich hier gleich auf die dritte und letzte Rückigasse. Genau, das ist sie. Sehr gut. Und da liegt dann irgendwann, habe ich euch auf dem Hinweg erzählt, so ein Baum auf dem Weg, der mir dann hoffentlich verrät, dass ich jetzt rechts abbiegen muss. Genau, und davor kommt eine Stelle mit ganz viel Gras. Da sind wir jetzt. Jawohl, ganz viel Gras. Meistens ist es gar kein Gras, sondern eine Segge. Das war so was Schilfartiges. Ja, aber das ist jetzt nicht das Ding, was auf dem Weg liegt, was ich gemeint habe. Das ist das nächste. Hinter dem ganz viel Gras. So ein etwas größerer Baum. Noch läuft alles nach Plan. Aber beim Verlaufen ist es ja so, wenn man sich verläuft, weiß man es erst relativ spät. Nämlich erst dann, wenn man überhaupt keine Ahnung mehr hat, wo man ist. So. Das ist für mich übrigens alles extrem risikofrei, weil ich wohne nicht weit weg. Im Zweifel könnte ich jetzt einfach nach Hause marschieren und bei Tageslicht meine Sachen wieder einsammeln. So, das ist jetzt dieser besagte Baum, den ich gemeint habe. Zack. Und jetzt rechts abbiegen gleich. Gehen wir noch zwei Schritte weiter. Jetzt biegen wir rechts ab. Und dadurch, dass ich jetzt mein Lager neben so einem umgestürzten Fichte aufgebaut habe, die im Licht gut zu sehen sein sollte, ja, das ist sie. Und seht ihr diesen dunklen Umriss daneben? Das ist mein Lager. Nur das war ja fast schon zu einfach. Ich habe gehofft, ich kann euch jetzt ein bisschen Drama bieten. Leider nein. Home sweet home. Traditionell fliege ich jetzt über irgendeine Zeltleine. Und hier ist die Flasche des Produktes, für das ich keine Werbung machen will. Gut, dass es so unscharf ist. Ja, hallo und herzlich willkommen an meinem Lagerplatz. Das mit der Beleuchtung, wie man es macht, ist scheiße. So sieht's dämlich aus, anders sieht's dämlich aus. Mein Hut sitzt schief. Wenn mein Hut schief sitzt, ist das tatsächlich meistens ein Indikator dafür, dass es bei mir gerade schief läuft. Aber in diesem Fall ist es einfach ein Indikator für, ich stapfe nachts durch den Wald und suche den Weg. Ja, und wenn man zwischendurch labert, braucht man mehr Sauerstoff als sonst. Naja, ich richte mich jetzt häuslich ein und dann erzähle ich euch noch zwei, drei Takte und dann lege ich mich schlafen, beziehungsweise spiele noch ein bisschen mit, beziehungsweise kommuniziere vielleicht noch ein wenig oder irgendwie sowas, aber jedenfalls ist dann der Teil, der euch was angeht, beendet. So, also ich habe mich jetzt häuslich eingerichtet für die Nacht, habe meine Decke noch gerade im Kopfkissenmodus, werde aber jetzt gleich meinen Rucksack in den Kopfkissenmodus packen, damit ich meine Decke für wichtigere Tätigkeiten nehmen kann. Es ist nicht sonderlich kalt. Also ich liege hier noch im T-Shirt da, wohlgemerkt im Merino-Woll-T-Shirt. Also das ist schon nochmal ein Tick wärmer als ein normales T-Shirt, normales Baumwoll-T-Shirt. Also ich habe zumindest den Eindruck. Und dementsprechend... Ja, also schlafen möchte ich so nicht, dafür ist es jetzt schon ein bisschen kühl, aber mit der Decke dürfte es eigentlich kein Problem sein. Ich werde trotzdem jetzt noch mein Fließjäckchen erstmal anziehen und dann decke ich mich halt so weit mit der Decke zu, wie es notwendig wird. Und sollte in der Nacht irgendwas Spannendes passieren und ich aufwachen und das beobachten, dann versuche ich in irgendeiner Form mit euch mal draufzuhalten. Und wenn nichts Spannendes passiert oder ich es nur beobachten kann und nicht mit euch draufhalten, dann müsst ihr halt damit leben, dass ich es euch am nächsten Morgen erzähle. Und das wäre im Wesentlichen das, was jetzt die nächsten Stunden vorfallen wird.
ja, Schuhe muss ich noch ausziehen, das mache ich auch gleich. Die stelle ich mir dann eigentlich immer in Bereitschaftsstellung nebendran, was man dann doch mal wegen irgendwas aufstellen muss. Und wenn es nur zum Pinkeln ist. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu tun heute Abend. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und mir auch und melde mich am nächsten Morgen oder halt eben, wenn heute Nacht was passiert. Spannend, spannend, spannend. Schlaf gut.